Vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 2. Erste Beratung des von der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verlängerung des Ausreisegewahrsams. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU/CSU-Fraktion Alexander Thrum. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir machen heute den Lackmustest, ob die Koalition ihrem Bundeskanzler noch folgt. Der heute von uns vorgelegte Gesetzentwurf entspricht eins zu eins dem Vorschlag von Olaf Scholz in der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Ausreisegewahrsam, so ist es dort zu lesen, soll von 10 auf 28 Tagen verlängert werden. Das steht im Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz oder dem Flüchtlingsgipfel. Das ist der Vorschlag aus dem Bundeskanzleramt. Das haben 16 Ministerpräsidenten beschlossen. Da war ein Grüner dabei, da war ein Linker dabei. Das ist offensichtlich allgemeiner politischer Konsens. Und deswegen können wir das heute auch sofort in zweiter Lesung abstimmen. Da haben Sie die Gelegenheit, Ihrem Bundeskanzler zur Seite zu springen. Ein bisschen gewundert hat mich der Vorschlag schon. Weil wir hätten das schon 2017 machen können, beim ersten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Nicht mitgemacht hat die SPD. Wir hätten es insbesondere aber auch 2019 haben können, beim geordneten Rückkehrgesetz. Herr Kollege Lindt, wir haben es als Berichterstatter damals verhandelt. Sie haben die Verlängerung des Ausreisegewahrsams abgelehnt. Wir hätten es schon seit Jahren haben können und praktizieren können. Deswegen tragen Sie, insbesondere der SPD, auch die Verantwortung, dass einige Abschiebungen nicht durchgeführt werden konnten, weil die Menschen nicht rechtzeitig zum Flieger gebracht werden konnten. Und der MPK-Beschluss aus dem Bundeskanzleramt ist eine wahre Fundgrube. Neben viel Blabla sind da auch Regelungen drin oder Forderungen zur Steuerung der Migration, zur Begrenzung, zur Verfahrensbeschleunigung oder zur konsequenten Rückführung. Die Vorschläge allerdings aus dem Bundeskanzleramt entsprechen weder im Wort noch im Geist dem, was Sie in Ihrem Koalitionsvertrag als Paradigmenwechsel beschrieben haben. Der Bundeskanzler hat offensichtlich erkannt, dass Handlungsbedarf besteht und Ihr Koalitionsvertrag in die Tonne gehört, was diesen Punkt anbelangt. Im Ausländerzentralregister sollen Daten über Sozialleistungen gespeichert werden, und die sollen auch noch allenthalben ausgetauscht werden. Achtung Grüne, Achtung FDP, Datenschutz ist hier gefragt. Sie haben genau dieses in der letzten Periode abgelehnt, genauso wie die SPD. Es sollen, etwas verklausuliert, sichere Herkunftsländer kommen. Einreiseverbote, Verstoß gegen Einreiseverbote, sollen zukünftig ein eigenständiger Haftgrund sein. Auch das etwas, das die Union seit langem fordert. Und man soll, oh Wunder, auch in Sammelunterkünften bei der Abschiebung Räumlichkeiten betreten können, die nicht zum Zimmer des Abzuschiebenden gehören. Auch etwas, das wir schon seit Jahren fordern. Und die Spitze? Ja, der Bundeskanzler stellt auch in Aussicht, dass schwere Straftäter in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, auch wenn dort ein Abschiebestopp besteht, also Afghanistan und Syrien insbesondere. Alles Forderungen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, die wir in den nächsten Wochen und Monaten hier bei Ihnen einfordern werden und sehen werden, ob Sie den Beschlüssen der MPK und Ihres Bundeskanzlers entsprechend folgen werden. Aber der Beweis, dass dies ja offensichtlich nicht gewollt ist in der Koalition, den haben wir diese Woche erhalten. Denn in diesem Beschluss steht auch drin, dass man lageangepasste Binnengrenzkontrollen durchführen will. Ihre Innenministerin hat dies jetzt zu Polen und Tschechien abgelehnt.
Polen in den letzten drei Monaten 1040 unerlaubte, 1584, im April 2427 unerlaubte Einreisen. Doppelt so viel wie an der Grenze zu Österreich. Und bei Österreich hat sie die Grenzkontrollen richtigerweise verlängert. Deswegen ist es nicht nachvollziehbar, gerade jetzt, wenn Belarus und Russland diese Migrationswege ausnutzt, um uns zu destabilisieren, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um dort an der Grenze zu Polen Binnengrenzkontrollen einzuführen. Und das sagt nicht nur der Innenminister Stübgen, das sagt nicht nur der Innenminister Schuster. Da geht es inzwischen SPD gegen SPD, nicht nur Grüne gegen FDP. Der Ministerpräsident Woidke fordert dies ein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie machen vieles, wenn nicht alles in der Migrationspolitik im letzten Jahr falsch. Sie spalten damit die Gesellschaft. Sie treiben damit Teile der Mitte unserer Gesellschaft in die Arme der Rechtsextremen. Sie tragen dafür die Verantwortung, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland gefährdet ist und damit auch die Bereitschaft, das Asylrecht anzuerkennen. Und deswegen haben Sie heute von uns die Gelegenheit, wenigstens bei einer Kleinigkeit etwas richtig zu machen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Helge Lindt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich ja an Zeiten, in denen dann auch, als ich in Debatten in Bezug auf Abschiebungen auf Doppelmoral und doppelte Standards hingewiesen habe, auch gegenüber Kritik an der Großen Koalition, wie Sie groß applaudiert haben. Heute haben Sie aber gerade ein Musterbeispiel für doppelte Standards, Doppelmoral und Heuchelei abgegeben. Und das werde ich Ihnen in den folgenden Minuten auch deutlich machen. Wenn Sie hier der SPD-Fraktion vorwerfen, moralisch aufgeladen wird, trügen ja Schuld dafür, dass nicht genügend Menschen abgeschoben würden, dann stelle ich ganz nüchtern fest, ich muss das nicht mal vorwurfsvoll machen, sondern einfach nur als Feststellung, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten mit Ihrer geradezu manischen Besessenheit, mit dem Sie das Thema Abschiebung auf die Bühne bringen, ohne ganzheitliches Migrationskonzept einen Beitrag dazu leisten, dass rassistische Denkmuster, diskriminierende Denkmuster und überhaupt ein verhetzender Diskurs in diesem Land in Bezug auf Flüchtlinge befördert wird. Und das finde ich peinlich und Ihrer nicht würdig, auch insbesondere Ihrer vergangenen Kanzlerin nicht würdig. Sie haben ja eben deutlich gemacht, dass wir in Widersprüchen befinden würden. Komischerweise gibt es da ja einen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, Herrn Wüst. Und der sagte wörtlich bei NTV, wer auf Abschiebung setzt, lügt sich in die Tasche. Interessanterweise, ja, das ist Ihre kleine, simple Methode. Ich werde es Ihnen gleich erklären. Wenn Sie das kognitiv hinkriegen, dann schaffen wir das alle gemeinsam. Denn Herr Wüst hat letztlich ganz deutlich gemacht, welchen Ansatz wir gehen. Und ohnehin, wenn Sie sich mal den Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen angucken, ist das letztlich Applaus für den Koalitionsvertrag auf der Bundesebene, letztlich die Aufforderung, das gesamtheitliche Konzept der Bundesebene durchzusetzen. Ich erinnere mich im Übrigen auch an Zeiten, und das war die erste Debatte, die ich im Nordrhein-Westfälischen Landtag erlebt habe, als es noch die Vorstellung gab, fraktionsübergreifend, Union inklusive, dass man beim Thema Migration, Flucht und Integration bei allen Differenzen aus staatspolitischer Verantwortung eben nicht die rein parteipolitische Zuspitzung betreibt, eben das Thema nicht instrumentalisiert, sich dessen bewusst ist, dass es hier um Menschenleben geht. Und warum war das damals der Konsens? Weil man sich erinnerte daran, wie die Debatten gelaufen sind in den 90er Jahren und weil man sich daran erinnerte, wie die Debatte Doppelpass gelaufen ist. Stichwort, wo unterschreiben wir mal gegen Ausländer? Daraus hatten alle gelernt, inklusive der Union in Nordrhein-Westfalen, die es immerhin noch auf Landesebene weitestgehend verstanden hat. Sie im Bundestag haben es aber nicht verstanden. Man kann sehr wohl über dieses Thema diskutieren und streiten. Wenn man aber nur noch es verkürzt und da auch noch
Täuschung und Irreführung von Bevölkerung betreibt, dann ist eine Grenze überschritten. Sie ist eindeutig überschritten. Erstens, Sie erwecken mit Ihrem Gesetzentwurf und Ihrer Rhetorik Woche für Woche den Eindruck, als würden wir durch solche Maßnahmen wie Erhöhung des Ausreisegewahrsams, und das ist die Täuschung, dadurch erreichen, dass wir Hunderttausende von Menschen abschieben könnten. Sie verweisen wieder auf über 300.000. Selbstverständlich erwecken Sie diesen Eindruck. Und das ist Irreführung, grobe Irreführung ist das. Nicht ein Erfolg dies. Wenn, und das ist der zweite Punkt, wenn wir sinnvollerweise, und das ist auch die Position des Bundeskanzlers, weil er dazu verstandesmäßig in der Lage ist, den Gesamtblick zu haben, wenn wir auf Abschiebungen sprechen, inklusive solcher Aspekte wie Abschiebe, Ausreisegewahrsam, Abschiebungshaft etc., dann ist der Fokus eindeutig auf Gefährder und Straffällige. Aber er ist eben nicht generell und global gedacht. Ich erinnere mal hier an das Beispiel der Familie Pham Nguyen in Sachsen und an Innenminister Schuster, mit dem ich letztens in Sachsen diskutieren durfte über Fragen der Migrationspolitik. Dieser Fall, schauen Sie sich den alle an, wer ihn noch nicht kennt, auch auf den Tribünen, ist ein Beispiel dafür, dass man eben nicht so global und abstrakt Abschiebungspolitik machen darf und betrachten darf, sondern dass es sinnvoll ist, gerade bei bestens integrierten Personen, Familien, auf das Bleiberecht zu setzen und Aufenthalt zu ermöglichen. Denn es ist doch widersinnig, diesen Menschen solche Probleme zu bereiten, Abschiebung zu forcieren, wo es keinen Sinn macht, wenn andererseits Straffälle, Straftätige und Gefährder teilweise sich der Ausreise entziehen. Und im Übrigen, Ihr Gesetzentwurf, der ist doch Selbstkritik. Wer hat denn 16 Jahre lang das Innenministerium besetzt? Wer ist denn für diese Zahlen federführend verantwortlich? Sie selbst, niemand sonst. Sie haben selbst den Beweis getroffen, A, dass ohnehin Länder und Kommunen zuständig sind und B, dass das Bundesministerium überhaupt keinen Abschiebungsmaximalismus forcieren kann. Ihre eigenen Innenminister sind Zeugen dafür. Und zweitens, wenn Sie das erwähnen, dann vergessen Sie aber doch bitte nicht die Frage der Migrationsabkommen. Nur so etwas macht Sinn. Es ist doch auch scheinheilig zu sagen, ihr müsst mehr abschieben, wenn die Länder die Personen gar nicht zurücknehmen. Das heißt, zwingend müssen wir auf faire, auf Augenhöhe gestaltete Migrationsabkommen zu sprechen kommen. Und drittens, was Sie mittlerweile ja gar nicht mehr erwähnen, früher haben Sie ja noch erwähnt, Sie wollen damit Menschenleben retten, aber ich kann ja jetzt Ihnen noch mal so einen Tipp geben zur Argumentation. Wenn Sie das ernsthaft wollen, wenn Sie also irreguläre Migration reduzieren wollen, damit Menschen sich nicht auf den lebensgefährlichen Weg machen, dann sollten Sie auch mit Nachdruck legale Wege betonen. Sie sollten das Fachkräfteeinwanderungsgesetz lauthals begrüßen. Sie sollten insbesondere sagen, setzt das Aufnahmeprogramm Afghanistan möglichst schnell um, damit nicht Afghanen in ihrer Verzweiflung den Weg über Asyl suchen. Aber alles das wollen Sie ja gerade nicht. Sie machen es gerade nicht und verweigern sich dem. Und außerdem täuschen Sie auch noch in einem letzten Punkt. Woher kommen denn die meisten? Syrien, Afghanistan, Türkei, Iran, Irak. Sind das Länder, bei denen man sagen kann, problemlos Ablehnung des Asylantrages, kein Flüchtlingsschutz, Abschiebung, mitnichten. Das sind Kriegssituationen. Zu guten Gründen entscheidet das BAMF in vielen Fällen positiv über die Bescheide und kann in der Regel nicht einfach abgeschoben werden, und das zeigen die Zahlen, nach Albanien, Georgien, in andere Staaten. Das heißt, diese Divergenz zeigt, dass Sie ein Täuschungsmanöver betreiben, indem Sie suggerieren, durch solche Verschärfungsmaßnahmen, die wir ja überhaupt nicht grundsätzlich ablehnen, aber wir lehnen Ihre Logik ab, können Sie nicht massenhafte Abschiebungen durchsetzen, und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also, bitte werden Sie sich endlich Ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst. Dieses Thema eignet sich nicht dafür, es auf den Rücken von Geflüchteten und mit billigen parteipolitischen Tricks durchzuspielen. Und vor allem haben Sie sich selbst entlarvt. Anstatt zu sagen, wir wollen Migration ordnen und eine humanitäre Migrationspolitik, war Ihr erster Satz, Herr Thrum, wir machen hier einen Lackmustest. Ihnen ist Parteitaktik, Spielchen, vermeintliche Spaltung und Vorführung der Koalition wichtiger als Menschenleben und verantwortungsvolle Politik. Das ist schändlich, peinlich und unanständig.
Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Stefan Janich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Macht ohne Recht ist Tyrannei, Recht ohne Macht aber ist wirkungslos. Es gibt kaum ein Gebiet in diesem Rechtsstaat, in dem der materiell-gesetzliche Anspruch und die prozessuale Umsetzung durch den Staat so sehr auseinanderklaffen wie im Bereich der Abschiebungen. Der Paragraph 58 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes besagt, ich zitiere, der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist, eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist und die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der Ausreise erforderlich erscheint. Und das, meine Damen und Herren, sehen wir genauso. Demgegenüber steht aber die Realität. Ende Dezember 2022 waren 304.308 nichtdeutsche Personen ausreisepflichtig, von den über 300.000 ausreisepflichtigen Personen hielten sich ca. 248.000 Ausländer illegal, aber mit einem Duldungsstatus in Deutschland auf. Dies ist ein weiterer Anstieg gegenüber dem Jahr 2021 um etwa 5.500 Personen. 65.500 dieser Ausreisepflichtigen sind nur deshalb geduldet, weil ihre Reisedokumente fehlen. Über 10.000 weitere genießen eine sogenannte Ermessensduldung, etwa aus humanitären oder persönlichen Gründen. Bei knapp 25.500 Ausländern konnte nicht einmal deren Identität geklärt werden. Die meisten dieser Geduldeten, nämlich 81.000, werden aber aus sonstigen Gründen weit aufgefächert geduldet. Das, meine Damen und Herren, ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar. All diese 248.000 Menschen, die hier nur geduldet werden, sind weiterhin mit sofortiger Wirkung ausreisepflichtig. Ihre Abschiebung ist lediglich vorübergehend ausgesetzt worden. Betrachtet man diese Zahl an Ausländern, die gar nicht hier sein dürften, dann fällt es uns schwer zu glauben, dass es zusätzlich noch ausreisepflichtige Ausländer ohne Duldungsstatus in Deutschland gibt. Aber so ist es. Es kommen zu den genannten noch 38.300 weitere ausreisepflichtige Ausländer ohne Duldungsstatus zum Stand 31.12.2022 hinzu. Diese knapp 40.000 Ausländer in Deutschland, so viele wie etwa Einwohner in einer mittelgroßen Stadt, hätten im vergangenen Jahr unverzüglich unser Land verlassen müssen. Und was ist die Realität? Weniger als 13.000 Personen mit nachvollziehbarer Ausreisepflicht sind im vergangenen Jahr auch tatsächlich abgeschoben worden. Ich habe Sie bereits auch darauf hingewiesen. Die Bundespolizei beklagte in ihrem letzten Jahresbericht, dass weniger als die Hälfte der geplanten Rückführungen auch tatsächlich vollzogen worden sind. Im Jahresbericht 2021 der Bundespolizei besagt, ich zitiere, hauptursächlich für die Diskrepanz zwischen den geplanten und vollzogenen Rückführungen war auch im Jahr 2021 das zur Abschiebung vorgesehene Personen der Bundespolizei aus unterschiedlichen Gründen am Fluchttag nicht zur Rückführung übergeben wurden. Hier sind die Länder gefordert. Aber bevor in dieser Bundesregierung jemand das Recht hat, über irgendwelche weiteren Schikanen an Deutschen in Form von Heizungs- und Fahrverboten überhaupt nachzudenken, hat er alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass diese ausreisepflichtigen Ausländer schnellstmöglich aus Deutschland abgeschoben werden. Und das Vollzugsdefizit bei der Durchsetzung des Aufenthaltsgesetzes ist nicht neu. Deshalb und weil es uns als AfD gibt, hatte die Große Koalition in der vergangenen Wahlperiode das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beschlossen. Dieser Entwurf hatte schon vor 4 Jahren in seiner Zielsetzung versprochen, ich zitiere, wesentlicher Teil der Migrationspolitik ist die Rückkehr derer,
die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Bleiberecht in Deutschland haben. Und was bisher daraus geworden ist, brauche ich eigentlich nicht zu erklären. Hier muss sich etwas dringend ändern. Der damit veränderte § 62b des Aufenthaltsgesetzes sah damit einen Ausreisegewahrsam vor, auch wenn keine konkrete Fluchtgefahr bestand. Die einzige Änderung, die Ihr Entwurf heute vorsieht, liegt in der Erhöhung der Dauer des Gewahrsams von 10 auf 28 Tage. Dies ist eine winzig kleine Stellschraube bei der nationalen Kraftanstrengung, die notwendig ist, um Recht und Gesetz auch im Bereich der Aufenthaltsbeendigung für Menschen ohne Bleiberecht umzusetzen. Hinzu kommt, dass der Artikel 15 Absatz 5 der EU-Richtlinie über gemeinsame Normen und Verfahren in Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal auffälliger Drittstaatsangehöriger eine deutlich längere Höchsthaftdauer zulässt, nämlich maximal 6 Monate. Dennoch wäre Ihr Entwurf, der hier auf der linken Seite dieses Hauses beginnt, bei der FDP keine Mehrheit finden wird, eine Besserung des Status quo. Aus diesem Grunde würden wir Ihnen zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Phyllis Polat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, fast auf den Tag genau vor 4 Jahren zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes haben wir im Plenum über das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz debattiert. Um an genau dessen vergiftetes Erbe knüpfen Sie jetzt mit Ihrem Gesetzentwurf an. Dieses Erbe darf sich jedoch nicht fortsetzen. Im Gegenteil, wir müssen mit dem Erbe brechen, um die Fortsetzung der Ausgrenzungspolitik der Union zu verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ohne jede Evidenz wurde damals wie heute die Bekämpfung eines vermeintlichen Abschiebungsdefizits zum Allheilmittel für alle Herausforderungen bei der Aufnahme von Geflüchteten erklärt, um dann im Eiltempo unverhältnismäßige Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte von Geflüchteten zu beschließen. Schon damals hagelte es von allen Seiten fundamentale Kritik. Die SPD weiß das, schmerzlich hat sie es erfahren. Von den Kirchen, den Wohlfahrts- und den Menschenrechtsorganisationen, auch die JustizministerInnen der Länder machten verfassungsrechtliche und rechtspolitische Bedenken geltend. Meine Damen und Herren, Abschottung und Abschränkung haben nichts mit den tatsächlichen Herausforderungen bei der Aufnahme, Versorgung und Integration von Schutzsuchenden zu tun. Wer glaubt, mit dem pauschalen Ruf nach mehr Abschiebung Kapazitäten zu schaffen, der macht Politik, ohne die Fakten zu kennen oder sie bewusst auszublenden. Wir brauchen, Herr Hoffmann, weniger DemokratInnen, die mit ihrer Flüchtlingspolitik Ängste gegenüber Geflüchteten schüren. Denn wir müssen mittlerweile aufpassen, wes Lied einige in diesem Land in diesen Tagen singen und mit wem sie sich politisch gemein machen. Frau Polat, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wer sagt, wir hätten ein Abschiebungsdefizit, verkennt, wer die Menschen sind, die in unseren Kommunen unter der Ausreisepflicht leben müssen. Auch hier immer wieder ein geschicktes Spiel mit Zahlen, bei dem verschwiegen wird, dass die Duldungsgründe so vielfältig sind wie die Lebensgeschichten dieser Menschen. Zum Beispiel, weil sie sich in einer Ausbildungsduldung befinden. Oder weil es von den Bundesländern selbst einen faktischen Stopp von Abschiebungen etwa nach Syrien, in den Iran oder nach Afghanistan gibt. Allein 70.000 Menschen sind aus diesen Herkunftsländern noch unter Duldung. Was bleibt? Anfang dieser Woche stimmten Sie mit viel Enthusiasmus in die Lobeshymnen auf unser Grundgesetz ein. Und das zu Recht. Aber es reicht eben nicht, das Grundgesetz einmal im Jahr zu feiern. Sie müssen es ernsthaft verteidigen, und das jeden Tag, meine Damen und Herren. Das gilt auch für das Grundrecht auf Freiheit.
Menschen sollen für fast einen Monat inhaftiert werden, im Übrigen auch Jugendliche, inhaftiert werden können, ohne jemals eine Straftat begangen zu haben. Schon bei Einführung der Regelung der Möglichkeit zur Gewahrsamnahme von bis zu 4 Tagen und der späteren Erhöhung auf 10 Tage traf die Regelung auf harte Kritik. Einem Mensch, meine Damen und Herren, die Freiheit zu entziehen, mit der Begründung, organisatorische Abläufe bei der Abschiebung zu vereinfachen, ist mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz eben nicht vereinbar. Die Inhaftierung ist einer der stärksten Eingriffe des Staates in die Rechte eines Menschen. Daher ist es geboten, dass jede Form von Haft immer nur als letztes Mittel angewendet wird. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Grundrecht auf persönliche Freiheit und der daraus abzuleitende Schutz vor unrechtmäßiger und willkürlicher Freiheitsentziehung für alle gilt. Egal, ob Sie deutsche StaatsbürgerInnen sind, egal, welchen Aufenthaltsstatus Sie haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine politische Antwort, die Chancen bietet und letztendlich doch für uns alle Perspektiven eröffnet, für alle von uns. Das Chancenaufenthaltsrecht war hier eine große Hilfe. Weitere Reformen beim Spurwechsel müssen und werden folgen. Die IntegrationsministerInnen der Länder haben auf ihrer letzten Konferenz betont, wie notwendig eine Integrationsoffensive ist. Viele Geflüchtete wollen arbeiten, dürfen es aber nicht. Das Arbeitsverbot gehört endlich abgeschafft, meine Damen und Herren. Warum machen Sie da eigentlich nicht mit? Auch der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz ändert an der Notwendigkeit, meine Damen und Herren, eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nichts. Beschlüsse von MPKs ersetzen diese parlamentarische Verfahren nicht. Vor allem, wenn sie massive Eingriffe in Grund- und Menschenrechte enthalten. Meine Damen und Herren, dass Sie dann auch mit Ihrem Antrag auf sofortige Abstimmung sprichwörtlich mit dem Grundrecht auf Freiheit von Geflüchteten kurzen Prozess machen wollen, zeigt einmal mehr, wie Sie es mit unserer Fassung halten, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Clara Bünger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Der Flüchtlingsgipfel von Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidenten der Länder ist gerade mal 2 Wochen her, und schon kommt die Union mit einem Gesetzentwurf um die Ecke, um einen besonders kritikwürdigen Punkt der Beschlüsse der Konferenz sogleich in die Tat umzusetzen. Es kann Ihnen nicht schnell genug gehen, Menschen mit prekärem Aufenthalt ihre Rechte noch weiter einzuschränken. Zur Abschreckung wollen Sie jetzt den Ausreisegewahrsam verlängern, von aktuell 10 auf 28 Tage. Was wollen Sie, meine Damen und Herren von der CDU, damit eigentlich erreichen? Zur Erinnerung, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams wurde schon 2017 von 4 auf 10 Tage verlängert. Hat das dazu geführt, dass es mehr Abschiebungen gab? Nein! Aber für die Menschen, die aus dem alleinigen Grund eingesperrt werden, um ihre Abschiebungen durchzusetzen, macht es einen gewaltigen Unterschied, ob sie einige Tage oder einen ganzen Monat im Abschiebegewahrsam hinter Gittern verbringen. In ihrem Gesetzentwurf bedient die Union sich einer alarmierenden Sprache. Die Zahl der Menschen, die ihrer formal bestehenden Ausreisepflicht nicht nachkämen, befindet sich, Zitat, auf Rekordniveau. Das ist aber falsch. Und das habe ich Ihnen hier auch schon mehrfach gesagt. Aber offensichtlich passt das nicht in Ihr Konzept, die tatsächlichen Zahlen zu verwenden. Deshalb nochmal, die Zahlen aus dem Ausländerzentralregister sind irreführend. Viele, die darin ausreisepflichtig sind und erfasst sind, können und sollen in Wirklichkeit gar nicht abgeschoben werden. Dass sie nicht abgeschoben werden können, kann zum Beispiel daran liegen, dass sie hier lebende Angehörige haben oder krank sind. Andere machen eine Ausbildung. Thema Fachkräftemangel. Oder kommen schlicht aus einem Land, in dem Krieg herrscht oder die Verhältnisse so verheerend sind, dass sie nicht abgeschoben werden können. Frau Pollert hat darauf hingewiesen, das betrifft alleine 70.000 Menschen. Und Herr Trohm,
Wollen Sie ernsthaft Menschen nach Afghanistan zurückschicken, wo die Taliban systematisch Frauen und Mädchen unterdrücken und gnadenlos Jagd auf politische Gegner machen? Oder in den Iran, wo gerade eine neue Hinrichtungswelle von Protestierenden droht? Die eigentlich interessante Frage ist doch, warum viele Menschen häufig über Jahre in der Duldung festhängen und keinen Aufenthalt bekommen. Mit dem erleichterten Bleiberecht könnte die viel kritisierte Zahl der Ausreisepflichtigen auf einen Schlag reduziert werden. Darüber müssen wir hier mal sprechen. Und deshalb setze ich mich auch für die Familie, die sächsische Familie Pham Nguyen ein, wo die Tochter und die Mutter abgeschoben werden sollen, obwohl sie best integriert sind. Und ich habe gemeinsam mit anderen Abgeordneten einen Brief an Herrn Schuster geschrieben. So geht echte Politik, die solidarisch ist und auf die Menschen schaut. Aber die Union nimmt es mit Fakten nicht so genau und behauptet, Abschiebungen würden vor allem deshalb scheitern, weil die Betreffenden sich den Behörden entziehen. Und deshalb will sie Menschen im Vorfeld der Abschiebung noch länger in Haft nehmen als bisher. Diese billige Symbolpolitik der Union auf dem Rücken der Menschen, die sowieso meist unverschuldet in ganz unmenschlichen Umständen leben, weisen wir als Linke ganz klar zurück. Genauso wie wir auch das Konstrukt der Abschiebung und Abschiebehaft verurteilen. Und da sind wir die Einzigen, die hier mal grundsätzlich darüber sprechen, ob das der richtige Weg ist, wie man mit Menschen umgeht. Frau Bünger, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion von Herrn Trohm? Das führt meistens nicht zur Sachlichkeit der Debatte, deshalb würde ich jetzt weitergehen. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Und ich frage mich an der Stelle, wenn Sie hier über Abschiebung sprechen, Sie wollen in den Iran abschieben, wo bleibt Ihre christliche Nächstenliebe eigentlich? Ich sehe Sie nirgendwo mehr, ja? Und wenn Sie, Herr Trohm, vom Lackmustest sprechen, ich will an eine Sache erinnern. Wenn Sie vom Lackmustest sprechen, wir machen das auch mit dem Koalitionsvertrag. Und ich möchte an eine Sache erinnern. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist kein Gesetzgeber. Liebe Koalition, SPD, Grüne und FDP, lassen Sie sich von den Rechten und den Konservativen nicht treiben. Setzen Sie Ihren Koalitionsvertrag um. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention Alexander Trohm. Sie haben mich direkt angesprochen und eine Frage gestellt. Dann hätte ich es nur fair gefunden, wenn Sie mir auch die Gelegenheit gegeben hätten, dass ich Ihnen die Frage beantworte. Das will ich jetzt tun. Zunächst will ich darauf hinweisen, weil Sie diesen MPK-Beschluss so kritisiert haben. Wenn ich das richtig weiß, hat auch Ihr Ministerpräsident Ramelow diesem zugestimmt. Er ist ja einer dieser 16 Ministerpräsidenten. Also sprechen Sie mal mit Ihrem Parteifreund. Aber Sie haben gefragt, ob ich bereit wäre, auch Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Und da will ich Ihnen nochmals in Erinnerung rufen, einen Fall, den ich hier schon mal geschildert habe. Ein Afghane, der in Baden-Württemberg eine 14-Jährige unter Drogen gesetzt hat und danach schwerst sexuell missbraucht hat. Der 3 Jahre in Haft gegangen ist, jetzt wieder auf freiem Fuß ist. Der nicht abgeschoben werden kann, obwohl ihm attestiert wird, dass er weiter rückfällig ist und eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Ja, solche Personen will ich nach Afghanistan abschieben. Und ich sage Ihnen eines. Das bisherige Argument der Regierung, der Frau Innenministerin, war, dass es keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban gibt. Seit letzter Woche wissen wir aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage unserer Fraktion, dass es für die Ausreise aus Afghanistan im Rahmen des Aufnahmeprogramms sogenannte technische Kontakte der deutschen Bundesregierung mit den Taliban gibt. Wenn es diese technischen Kontakte, was immer das auch sind, bei der Ausreise aus Afghanistan gibt, dann sollten diese auch genutzt werden bei der Rückführung nach Afghanistan. Frau Bünger, Sie können antworten. Danke, Frau Präsidentin. Lieber Herr Trohm, wir haben hier über die Abschiebung nach Afghanistan tatsächlich schon häufiger gesprochen. Aber ich frage Sie hier ernsthaft, wollen Sie wirklich ein Abkommen, ein Unterabkommen mit der Taliban abschließen, damit es zu Abführungen nach Afghanistan kommt? Wollen Sie sich auf diese Sachen einlassen? Das war die Antwort. Wir,
Wir fahren weiter in der Debatte. Und als nächste Rednerin für die FDP-Fraktion hat das Wort Dr. Ann Veruschka Jurisch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Union, ich kann es euch leider nicht ersparen. Wenn die Verlängerung des Ausreisegewahrsams doch das Ei des Kolumbus in der Migrationspolitik sein soll, ein so tolles Ei, dass wir das hier jetzt in einem Zusatzpunkt debattieren dürfen, warum habt ihr dieses Ei des Kolumbus in euren 16 Jahren nicht gelegt und ausgebrütet? Und warum vor allem auch nicht in den Jahren nach 2015 und 2016? Geht es euch hier nur um den Beweis, dass die Kunst des Lesens beherrscht wird, nämlich die Beschlüsse der MPK vom 10.05. Dort wurde nämlich die Verlängerung des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage vereinbart. Oder geht es um den Beweis, dass die Kunst des Schreibens beherrscht wird, nämlich genauer die Kunst des Abschreibens von der FDP? Denn bereits vor der MPK haben meine Kollegen Konstantin Kuhle und Stefan Thomé die Verlängerung des Ausreisegewahrsams und vieles andere in einem Papier zur Migrationspolitik vorgeschlagen. Ja, die Verlängerung ist in der MPK-Vereinbarung vereinbart. Aber sie wird garantiert nicht als Einzelnormgesetz kommen, sondern in Form eines Gesetzes, das auch die anderen MPK-Beschlüsse, die in Bundesgesetze gegossen werden müssen, abdecken wird. Also ja, das wird kommen, aber so nicht. Und auch die Tatsache, dass Sie hier den direkten Übergang in die zweite Lesung beantragen, hat für mich einen grob populistischen Beigeschmack, der mit einer ernsthaften Debatte nichts zu tun hat. Frau Dr. Jurisch, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Ich glaube, der Kollege Hoffmann war das. Ja. Nein. Denn wir werden das Thema einer Ausweitung des Abschiebegewahrsams im Rahmen eines geordneten Gesetzgebungsverfahrens zusammen mit den anderen Punkten aus der MPK abarbeiten. Und ganz ehrlich, liebe Union, wir in der Fortschrittskoalition der Ampel sind seit über einem Jahr dabei, den Scherbenhaufen eurer Migrationspolitik, eurer gescheiterten Migrationspolitik aufzukehren. Eine hochgradig ambivalente Migrationspolitik. Eine Migrationspolitik, die es Menschen schwer gemacht hat, in unseren Arbeitsmarkt einzuwandern. Eine Migrationspolitik, die es Menschen, die bei uns etwas beitragen, schwer gemacht hat, Deutsche zu werden. Eine Migrationspolitik, die es im Bereich der Fluchtmigration nicht gebacken bekommen hat. Wir haben mit dem Chancenaufenthalt, mit der Realitätsverweigerung nach den Jahren 2015, 2016 bei euch aufgeräumt. Wir arbeiten in der Ampel daran, irreguläre Migration zu verringern und reguläre Einwanderung nach Deutschland zu verstärken. Und natürlich stehen wir zu unseren humanitären Verpflichtungen. Wir arbeiten hart daran, dass Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsland wird. Als freie Demokratin sind mir faire und klare Regeln und Rechtsstaatlichkeit besonders wichtig. Und ganz konkret, wenn jemand auf dem Fluchtweg zu uns kommt und keinen Anspruch auf Schutz hat, ist diese Person ausreisepflichtig. Aber da möchte ich doch einmal in aller Klarheit auch sagen, hier sind vor allem die Länder in der Pflicht. Sie müssen die Abschiebung, die vollzogen werden können, auch vollziehen. Und das betrifft im Übrigen auch die von der Union geführten Bundesländer. In den Bundesländern müssen auch genügend Plätze für den Ausreisegewahrsam bereitgestellt werden. Sonst ist doch auch die Verlängerung dieses Ausreisegewahrsams Quatsch. In meiner Heimat Baden-Württemberg gibt es beispielsweise keinen einzigen nutzbaren Platz für Ausreisegewahrsam, obwohl 16 geplant sind. Das sollten Sie eventuell mal mit Frau Gentges und Herrn Strobel in Baden-Württemberg auch mal diskutieren. Wir alle, die wir hier sitzen, wissen, dass Abschiebungen ein steiniger Weg sind und ganz sicher nicht das Ei des Kolumbus der Migrationspolitik. Und deswegen lassen Sie es sein, oder? Nein, wir lassen es nicht sein. Und was mir deswegen im Moment der viel entscheidendere Punkt ist, das ist die aktuelle Phase der GEAS-Reform, des gemeinsamen Asylsystems der Europäischen Union. Denn wir werden das Thema der Fluchtmigration und der Unterscheidung zwischen Menschen, die einen Schutzanspruch haben und die keinen haben, nur europäisch lösen können. Erstens, wir brauchen ein rechtsstaatliches, grundrechtssicheres und effektives Grenzverfahren. Und das kann und soll jetzt kommen. Zweitens, wir brauchen eine bessere Verteilung der Ankommenden in der EU. Und auch da zeichnet sich eine Lösung ab. Und da müssen wir geschlossen zusammenstehen. Und drittens, wir sollten uns dafür einsetzen, dass sich auch innerhalb der EU die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Geflüchtete angleichen. Und auch daran wird auf europäischer Ebene gearbeitet. Und das ist auch gut so.
den Ausreisegewahrsam auf 28 Tage im Bedarfsfall und menschenrechtskonform zu verlängern, ist aus meiner Sicht in Ordnung. Aber es als isolierte und einzelne Maßnahme zu fordern, ist nicht tauglich und zeigt, wie in der Union Migrationspolitik gemacht wurde und gemacht wird, nämlich bruchstückhaft. Der Antrag ist abzulehnen. Was jetzt wirklich wichtig ist, GEAS mit kompromissfähigen Beschlüssen weiter vorantreiben, gute Einwanderungswege für Arbeitskräfte aufzeigen, Migrationsabkommen abschließen, das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren. An dem allen sind wir dran. Mit der Ampel wird die deutsche Migrationspolitik endlich zukunftsfest. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Mechthild Wittmann. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Dr. Jurisch, erlauben Sie, dass ich gleich unmittelbar einen Punkt aufnehme, den Sie genannt haben. Sie haben davon gesprochen, die reguläre Einwanderung auf den Arbeitsmarkt wäre in den letzten Jahren nicht ordentlich von uns gestaltet worden. Ich darf Sie an zwei Punkte erinnern. Die reguläre Einwanderung auf unseren Arbeitsmarkt von dafür geeigneten Arbeitskräften scheitert an zwei Dingen. Im Vergleich der OECD-Staaten hat Deutschland die höchsten Steuern und Abgaben gleich nach Belgien. Und deswegen ist es für diese Menschen nicht attraktiv, zu uns einzuwandern. Und der zweite Punkt ist, dass diese Menschen keine Termine an den Auslandsvertretungen geben. Diese Dinge sind zu organisieren aus dem Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt wird seit 1966 ausschließlich von Politikern geführt, die für diese Organisation verantwortlich sind, die den heutigen Ampelkoalitionen angehören. Insoweit würde ich Sie bitten, da mal nachzuschärfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es Ihnen dieses Mal ehrlicherweise ein kleines bisschen schwer gemacht. Wir haben einfach nur die Aussage Ihres Bundeskanzlers Olaf Scholz aufgenommen, die er mit allen Regierungschefs, mit allen Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam getroffen hat, nämlich die Haft zu verändern, immer dann, wenn die Ausreise sonst nicht erreicht werden kann. Und vielleicht darf ich Sie da einfach mal auf eine weitere Zahl hinweisen, denn die Zahlen sprechen für uns ja wirklich eine wunderbare Sprache. Es ist nämlich die Frage, wie viele sind eigentlich von denen, die ausreisepflichtig sind? Und mit ausreisepflichtig meinen wir die, die auch aus humanitären Gründen abgeschoben werden können, ausreisen können. Wie viele davon sind eigentlich freiwillig bisher ausgereist? Genau für das Jahr 2022 26.545 Personen von 300.000 Ausreisepflichtigen. Das ist eine Quote von 8,7%. Der Rest reist einfach nicht aus. Er widerspricht damit deutschem Recht. Das heißt, es sind Personen, die per se schon bei der Einreise und auch im nachfolgenden Verfahren klar zu erkennen geben, dass sie den Rechtsstaat Deutschland nicht anerkennen. Diese Personen haben bei uns in der Tat keine Bleibeperspektive. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch einmal die Situation der Kommunen noch einmal beleuchten. Derzeit haben wir in den Ankerzentren eine Auslastung von 80,4%, Tendenz dramatisch steigend. Wir haben in den Anschlussunterbringungen eine Auslastung von 94,7%, Tendenz dramatisch steigend. Wie sollen die Kommunen das noch beherrschen, wenn wir nicht wenigstens versuchen, die Abschiebungen durchzusetzen, die durchgesetzt werden könnten? Und lassen Sie mich an der Stelle noch eines zur gestrigen Debatte sagen. Da erlaubt sich doch glatt der Kollege von den Grünen zu behaupten, in Bayern wäre es besonders schlimm, die wenigen Gelder der Bundesregierung würden nicht durchgereicht an die Kommunen. Da haben Sie völlig recht. Das stimmt. Ich sage Ihnen jetzt auch, warum, Herr Hartmann. Die müssen wir gar nicht durchreichen. In Bayern werden 100% von vorne herein ersetzt, egal wie viel aus dem Bund kommt. 100% an die Kommunen. Der Kollege hat aber von Bayern gesprochen. Und deswegen war dieses falsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wenn Sie dieses ablehnen, was wir heute fordern, nämlich die Aussage Ihres Bundeskanzlers, dann ist, Herr Kollege Lindt, Täuschung und Irreführung nichts anderes, als dass Ihr Kanzler getäuscht und irregeführt hat. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie erst einmal ganz herzlich und gebe das Wort an Gülistan Yüksel für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Beginn der Koalition arbeitet die Ampel daran, die Migrationspolitik in unserem Land zu regeln. Endlich ist dieser Paradigmenwechsel möglich. Endlich können wir die jahrelange Blockade der Union überwinden. Als Ampelkoalition haben wir uns einer ordnenden wie humanitären Migrationspolitik verschrieben. Wir sind dabei, migrationsvorausschauend und realistisch zu gestalten, und zwar mit guten Regeln, damit alle davon profitieren. Dabei liegt unserer Politik ein ausgewogenes Gesamtkonzept zugrunde. Dieses besteht aus verschiedenen vielen Puzzleteilen. So bekämpfen wir die irreguläre Migration, während wir gleichzeitig legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen. Wir schließen Migrationsabkommen mit Herkunftsländern, damit Menschen ohne Aufenthaltsrecht zurückgeführt werden können. Gleichzeitig geben wir mit dem Chancenaufenthaltsrecht vielen Geduldeten eine sichere Aufenthaltsperspektive. Wir öffnen die Sprachkurse für noch mehr Menschen. Und bei guten Sprachkenntnissen ermöglichen wir die deutsche Staatsangehörigkeit noch schneller. Und wir erleichtern es Fachkräften, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Ein erleichterter Familiennachzug sorgt gleichzeitig dafür, unser Land als Einwanderungsland auch attraktiv zu gestalten. Sie sehen, all diese einzelnen Puzzleteile greifen ineinander. Einige Teile fügen sich bereits zu einem Gesamtbild zusammen. Andere Teile werden wir in den nächsten Monaten ergänzen. Schon jetzt ist offensichtlich, alle Teile zusammen bilden ein ausgewogenes und umfangreiches Gesamtkonzept. Und auf diese Ausgewogenheit kommt es an, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von der AfD. Leider steht die Migrationspolitik der Union im deutlichen Widerspruch zu dieser Ausgewogenheit. Der heute vorliegende Gesetzentwurf zeigt das sinnbildlich. Es ist eindimensional und einseitig. Liebe Union, es genügt nicht einfach, ein Puzzleteilchen in den Raum zu werfen und sich dann noch zu beschweren, dass die Mehrheit das für unzureichend hält. Sie zeigen damit nicht nur, dass Sie der komplexen Gesamtaufgabe nicht gewachsen sind, Sie zeigen auch, dass Sie keine eigenen Ideen haben. Denn Ihre Forderung entspricht genau dem, was bereits vor 2 Wochen Bundeskanzler Olaf Scholz in den Ländern besprochen und beschlossen hat. Die Verlängerung der Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage. Wenn Sie die Verlängerung nun zu Ihrem eigen machen, zeigt das eigentlich, dass Sie die Politik unseres Bundeskanzlers unterstützen, und darüber freuen wir uns natürlich. Noch schöner wäre es allerdings, wenn wir Sie auch bei anderen wichtigen Maßnahmen unseres Gesamtkonzeptes auf unserer Seite hätten. Insbesondere, wenn es darum geht, schutzsuchenden Menschen bei uns aufzunehmen und zu integrieren. Denn genau daran arbeitet die Koalition. Die Gespräche und Vorbereitungen zu einem weiteren Migrationspaket laufen sowohl im Bundesinnenministerium als auch in der Koalition. Es wird ein Paket, das nicht nur einseitig auf das Thema Migration blickt, sondern die verschiedenen Puzzleteile zusammenfügt. So beabsichtigen wir, neben dem Thema Rückführung auch das Thema Familienzusammenführung neu zu regeln. Zudem sollen Geduldete sowie Menschen im Asylprozess einfacher Zugang zu deutschem Arbeitsmarkt bekommen. Auch den Zugang zu Integrationsangeboten wollen wir ausweiten. Deshalb wollen wir die Verlängerung des Ausreisegewahrsams nicht isoliert umsetzen, sondern wenn überhaupt nur als Teil eines Gesamtpaketes. Es ist ein Teil in einem großen Ganzen. Dabei ist mir besonders wichtig zu betonen, dass der Ausreisegewahrsam unter strengen rechtlichen Voraussetzungen erfolgt und keine willkürliche Entscheidung getroffen werden darf. Jeder Einzelfall muss genau geprüft werden.
Es muss sichergestellt sein, dass keine ungerechtfertigten Einschränkungen der Freiheit stattfinden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, statt wie die Union lauters mit restriktiven Einzelmaßnahmen Stimmung zu machen, sorgen wir für eine Migrationspolitik aus einem Guss und mit Augenmaß. Dabei wissen wir durchaus, dass nicht alle Menschen, die zu uns kommen, auch bei uns bleiben können. Und dazu gehört auch, dass wir manche Menschen, die ausreisepflichtig sind und keinen Anspruch auf Asyl haben, wieder zurückführen müssen. Wir wissen aber auch, dass die meisten Geflüchteten sehr wohl einen Anspruch auf Asyl haben. Und wir wissen, eine Flucht ist niemals freiwillig. Menschen werden dazu gezwungen. Es ist deshalb unsere Pflicht, sie bei uns aufzunehmen und ihnen Schutz zu geben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Darauf werden wir auch weiterhin unsere Kraftanstrengungen und Ressourcen konzentrieren. Vielen Dank. Helge Limburg erhält das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Union fordert mit ihrem Gesetzentwurf als einzige Maßnahme die Ausweitung des Ausreisegewahrsams nach § 62b Aufenthaltsgesetz von 10 auf 28 Tage. Ausreisegewahrsam ist unter deutlich geringeren Tatbestandsvoraussetzungen möglich als die Abschiebungshaft. Die ist in § 62 geregelt und kann mehrere Monate dauern. Es geht bei der Verlängerung des Ausreisegewahrsams um die Ausweitung eines Instruments, das erst 2005 Eingang ins Aufenthaltsgesetz gefunden hat. Ziel war es, die Tatbestandsvoraussetzungen der Abschiebungshaft zu umgehen und Menschen bereits aus geringeren Anlässen in Haft zu nehmen, als es die Abschiebungshaft eigentlich vorsieht. Und dementsprechend betrug die Gewahrsamsdauer zunächst auch nur 4 Tage. Es ging also eher darum, etwa einen bevorstehenden Flug oder Ähnliches abzusichern. Später wurde sie dann unter CSU-Innenminister Seehofer mehr als verdoppelt, auf 10 Tage ausgeweitet, und nun sollen es also 28 Tage sein. Sie haben also eine Haftform eingeführt, die unter geringeren Voraussetzungen als Abschiebungshaft möglich war, aber dafür auch nur kurz dauerte. Jetzt weiten Sie Schritt für Schritt den Zeitraum aus, ohne die Tatbestandsvoraussetzungen oder die sonstigen Umstände auch nur in irgendeiner Form anzupassen. Diese Umgehung der Hürden für Abschiebungshaft durch die Hintertür ist verlogen, meine Damen und Herren. Bereits die Einführung des 62b begegnete europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Wie dann lapidar behauptet werden kann, eine Ausweitung einer rechtlich umstrittenen Norm würde keinerlei Bedenken begegnen, erschließt sich mir nicht. Und es ist bereits gesagt worden, aus Ihrer Gesetzesbegründung ergibt sich auch nicht, warum gerade diese eine isolierte Maßnahme, die Ausweitung dieser rechtsstaatlich umstrittenen Inhaftierung, notwendig und besonders hilfreich sein sollte. Jegliche Form der Freiheitsentziehung, das ist bereits gesagt worden, muss in unserem Rechtsstaat zu Recht auf das notwendige Minimum reduziert bleiben. Die EU-Rückführungsrichtlinie unterstreicht ebenfalls, dass Freiheitsentziehungen zum Zweck der Abschiebung auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken sind und dass sie überhaupt nur zulässig sind, wenn sämtliche milderen Maßnahmen, etwa Anreize zur freiwilligen Ausreise oder Ähnliches, keine Aussicht auf Erfolg versprechen. Auf diese Umstände gehen Sie in Ihrem Vorschlag mit keiner einzigen Silbe ein. Natürlich, nicht jeder, der nach Deutschland kommt, wird dauerhaft hierbleiben können. Aber Abschiebungshaft und auch Ausreisegewahrsam sind Sicherungsmittel, um eine ordnungsgemäße Abschiebung zu ermöglichen. Wenn man Ihre Gesetzentwürfe, liebe Union, liest und Ihre Reden hier hört, dann bekommt man den Eindruck, Sie wollen durch die Ausweitung der Haft in allererster Linie Härte demonstrieren und Menschen aus diesem Land vergraulen. Es geht Ihnen darum, das Signal, auszusenden, wer hierher kommt, der ist hier nicht willkommen. Sie verwischen mit Ihrer Argumentation bewusst die Unterschiede zwischen Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam. Das ist rechtsstaatwidrig, und dafür können Sie eine Zustimmung der Ampel nicht ernsthaft erwarten. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass parallel der Deutsche Städtetag tagt. Und natürlich ist das zentrale Thema dort die große Herausforderung, die die Zahl an Geflüchteten für die Kommunen in unserem Land bedeutet. Es ist aber bezeichnend, was Sie als Union als einzigen Forderungspunkt aus der aktuellen Debatte hier herausgreifen. Sie stellen nicht in den Mittelpunkt die nachvollziehbare Forderung der Kommunen, eine dauerhafte finanzielle faire Lastenteilung hinzubekommen. Sie stellen nicht in den Mittelpunkt
Sie stellen nicht in den Mittelpunkt Forderungen, wie wir die Verteilung besser organisieren können, sodass Aufnahmekommunen wissen, wer zu ihnen kommt und wer zu ihnen passt. Sie wollen nicht darüber diskutieren, wie wir eine faire Verteilung innerhalb der Europäischen Union hinbekommen können. Und Sie wollen schon gar nicht über die echte Bekämpfung von Fluchtursachen diskutieren. Nein, Ihnen geht es einzig und allein um mehr Inhaftierung von Geflüchteten. Und damit setzen Sie genauso ein bewusstes und eindeutiges Signal, wie Ihr Vizevorsitzender Jens Spahn, als er in der vergangenen Woche öffentlich die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt hat. Die Europäische Menschenrechtskonvention vom November 1950 und die Flüchtlingskonvention vom Juli 1951 waren auch wesentliche Schlussfolgerungen aus den Gräueltaten des NS-Regimes und den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. Millionen Geflüchtete waren in Europa ohne festen Status und ohne festen Aufenthalt. Viele von ihnen wurden während des Zweiten Weltkriegs von Staaten abgewiesen, als sie vom NS-Regime flüchten wollten, und das führte oftmals zum sicheren Tod. Nie wieder sollten Menschen auf der Flucht ohne Obdach und Aufnahme sein, nie wieder sollten Menschen auf der Flucht vor Verfolgung und Gewalt hilflos herumirren müssen. Das sind Grundprinzipien von Humanität und Solidarität, das sind die Werte, die wir in der Europäischen Union verteidigen müssen, anstatt sie in Frage zu stellen, liebe Union. Wir können und müssen in Europa über vieles diskutieren. Und so wie es ist, kann es nicht bleiben. Aber, werte Union, wir diskutieren nicht mit Ihnen, ob die Europäische Menschenrechtskonvention noch zeitgemäß ist. Humanität, menschlicher Zusammenhalt, die Menschenwürde sind immer zeitgemäß. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass so spätestens in dieser zweiten Hälfte der Debatte die Damen und Herren aus der Ampel sich Fragen gefallen lassen müssen. Und zwar nicht nur hier aus diesem Haus, sondern auch Fragen aus der Bevölkerung, von den Bürgerinnen und Bürgern. Das geht schon mal damit los, dass Sie hier wieder besseren Wissens wiederholt und konsequent das Thema Rückführung und Abschiebung immer in den Kontext der Unmenschlichkeit setzen. Und diese Geschichte, die stimmt einfach nicht, weil man muss sie von vorne erzählen. Am Ende eines Asylverfahrens steht zunächst einmal der Ablehnungsbescheid. Gegen den kann man gerichtlich vorgehen, und man muss wissen, dass sowohl das Asylverfahren als auch die gerichtlichen Verfahren, die sich hinten anschließen, äußerst großzügig sind. In jeder Lage des Verfahrens hat der Asylbewerber die Möglichkeit, neue Tatsachen vorzubringen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, Fluchtgründe anzuerkennen, die in Deutschland geschaffen worden sind. Und wenn dann der Ablehnungsbescheid bestandskräftig ist, dann gibt es den Hinweis, dass der Asylbewerber jetzt vollziehbar ausreisepflichtig ist. Auch in dieser Phase gibt es die Möglichkeit, Abschiebehindernisse vorzubringen. Auch das ist heute immer wieder weggeschoben worden. Und dann wird der Asylbewerber eingeladen zu einem sogenannten Rückkehrgespräch, wo ganz sachlich und in aller Ruhe die Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise erörtert werden, natürlich mit dem Angebot, die Kosten dafür zu übernehmen. Und wenn dann keinerlei Kooperationsbereitschaft besteht und keinerlei Freiwilligkeit, dann gibt es wieder ein Schreiben, und dort gibt es dann die Bitte unter Fristsetzung, das Land nun endgültig zu verlassen. Und wer in Ansehung eines so gründlichen, geduldigen und rechtsstaatlichen Prozesses hier immer noch so tut, als wäre das alles unmenschlich, der muss sich die Frage gefallen lassen, wollen Sie überhaupt abschieben? Wir wollen die Abschiebehaft von 10 Tagen auf 28 Tage verlängern, weil 2/3 aller Abschiebungen im letzten Jahr gescheitert sind, weil die Personen, die abzuschieben waren, nicht angetroffen worden sind. Und Kollege Lindt, Sie tun immer so, als wäre das eine kleine Zahl. Das waren in 2022 über 20.000 Fälle, also ein wirksames Mittel. Dass das ein wirksames Mittel ist, das hat die Ministerpräsidentenkonferenz im Rahmen dieses Flüchtlingsgipfelchens, wo es ja nicht viele Ergebnisse gab, ja auch festgestellt. Ihre eigenen Ministerpräsidenten, im Übrigen auch
der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Und deswegen bin ich bei der nächsten Frage. Sie müssen sich doch fragen lassen, was sind Ihnen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und die Vorschläge Ihres eigenen Kanzlers eigentlich wert? Zwei Drittel aller Abschiebungen scheitern. Und damit bin ich bei der dritten Frage. Sie müssen sich doch die Frage gefallen lassen, warum sind Sie nicht bereit, den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die diesen schwierigen Job machen müssen, warum sind Sie nicht bereit, denen die Arbeit zu erleichtern? Und deswegen haben wir in den letzten Legislaturperioden die Verlängerung der Abschiebehaft schon vorgeschlagen. Und es ist angeklungen, es ist gescheitert, zweimal an der SPD. Und damit ist auch klar, Entschuldigung, wer in den letzten Jahren bei der Frage, Migrationspolitik effektiver und wirksamer zu machen, immer quer im Stall gestanden war. Und, meine Damen, meine Herren, noch mal am Ende zu dem Argument unmenschlich. Wer auf Abschiebungen besteht und die auch vollziehen will, der ist eben nicht unmenschlich. Weil, meine Damen, meine Herren, das Gegenteil ist der Fall. Humanität erfordert es, dass wir Kapazitäten schaffen und Kapazitäten freihalten für die Menschen, die tatsächlich Hilfe brauchen. Und die Kapazität, die ist am Ende. Man wundert sich bei Ihren Reden immer, ob Sie nicht in den Kommunen unterwegs sind, reden Sie nicht mit den Landräten, sind Sie nicht vor Ort. Die Kapazitäten sind erschöpft. Und deswegen wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, mal einen Schritt loszugehen. Und Ihre ganzen Argumente sind erfunden. Jetzt kommt heute, das ist ein einzelner Baustein und wir wollen ein Gesamtkonzept. Vor 14 Tagen haben wir ein Gesamtkonzept vorgestellt, das haben Sie auch abgelehnt. Ich sage Ihnen, am Ende steht die Frage, wollen Sie den Kommunen im Land überhaupt helfen? Und diese Frage, die müssen Sie einfach mal beantworten und sich nicht immer hinter Scheindiskussionen verstecken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Beginn dieser Debatte ist noch einmal Gelegenheit, daran zu erinnern, dass im vergangenen Jahr ungefähr 1 Million Vertriebene aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und dass in den Kommunen eine unglaubliche Leistung erbracht worden ist bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Und dafür gilt Ihnen ein großes Dankeschön. Zusätzlich zu dieser 1 Million Vertriebenen aus der Ukraine haben wir Menschen aus Syrien insbesondere, aus Afghanistan und aus dem Irak, ungefähr in der Größenordnung von über 200.000 Menschen gehabt im letzten Jahr, die erstmals einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Und diese Kombination aus 1 Million Menschen aus der Ukraine und zusätzlich ungefähr 225.000 Erstanträgen auf Asyl, die führt aktuell dazu, dass die Kommunen große Kapazitätsschwierigkeiten haben. Und es ist richtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie man die Kommunen entlasten kann. Denn viele Bürgermeister, die wissen, es geht so nicht weiter. Der Zuzug kann in diesem Jahr nicht so weitergehen wie im letzten Jahr. Und deswegen ist es richtig, die Kommunen zu entlasten, liebe Kolleginnen und Kollegen. So. Und das hat auch die Ministerpräsidentenkonferenz erkannt. Und deswegen hat die Ministerpräsidentenkonferenz einen ganzen Katalog an Maßnahmen miteinander diskutiert. Und ja, unter diesen Maßnahmen war und ist auch die Verlängerung des Ausreisegewahrsams. Übrigens des Ausreisegewahrsams, lieber Kollege Hoffmann, Sie haben gerade zweimal hier von Abschiebehaft gesprochen. Bevor Sie hier solche Anträge stellen, sollten Sie und sich hier verheddern in den Termini, sollten Sie erstmal den Unterschied zwischen Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam klarkriegen. Also ganz vorsichtig, ich glaube, einem so halbgaren Konzept kann man schon nach der Rede nicht zustimmen. Richtig ist, dass wir uns unter Wahrung der menschenrechtlichen Standards und des Grundgesetzes darüber Gedanken machen, wenn uns die Länder sagen, und zwar alle Länder, dass eine Verlängerung des Ausreisegewahrsams etwas bringt, diese Verlängerung des Ausreisegewahrsams dann auch auf den Weg zu bringen, damit mehr Abschiebungen auch tatsächlich stattfinden. Das sollten wir auf den Weg bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es auch richtig, diese Maßnahme der Ministerpräsidentenkonferenz umzusetzen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war doch nicht der einzige Vorschlag. Und das ist hier von der Kollegin Jurisch gerade ganz wunderbar dargestellt worden, dass
die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz noch viel mehr beinhalten und nicht isoliert auf das Thema Abschiebungen setzen. Ich will mal als erstes nennen, das ist die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Alleine die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten ist möglicherweise in der Lage, die irreguläre Migration nach Deutschland um 10% zu reduzieren. Das sind die richtigen Zahlen, das würde die Kommunen entlasten. Das sollten wir schnell beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Zweite, was neben einer Diskussion über den Ausreisegewahrsam in den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz enthalten ist, ist die Referenz auf die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Natürlich brauchen wir eine solche Reform, denn man muss sich doch mal die Frage stellen, ob es nicht menschlich viel besser ist, wenn Menschen, die überhaupt keinen Anspruch haben, die überhaupt keine Aussicht haben auf einen Asylgrund, sich gar nicht erst auf die gefährliche Reise machen, sondern man schon vorher darüber entscheidet, ob sie einen Asylgrund haben oder nicht. Und deswegen sollten wir auch diesen Weg miteinander beschreiben. Sie reden immer über Abschiebung, aber Sie reden überhaupt nicht darüber, dass Sie auch eine Zusammenarbeit brauchen mit den Staaten, in die abgeschoben werden soll. Es gab ja mal einen Bundesinnenminister, der reisefaul war. Der hieß Horst Seehofer. Der hat sich nicht einmal auf den Weg gemacht, um mit Staaten darüber zu verhandeln, um Migrationsabkommen hinzubekommen, damit auch wirklich solche Abschiebungen stattfinden können. Wir setzen als Koalition auf Migrationsabkommen. Die brauchen wir, damit Abschiebungen auch tatsächlich stattfinden können. Eine isolierte Verlängerung des Ausreisegewahrsams ohne solche Migrationsabkommen bringt überhaupt nichts. Und schlussendlich will ich auch sagen, dass die freiwillige Rückkehr auch im Konzept der Ministerpräsidentenkonferenz enthalten ist. In Ihrem Antrag finde ich dazu kein Wort, völlig weltfremd, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Einem Antrag, dem man nur so in dieser Form nicht zustimmen kann, den wir ablehnen werden. Und deswegen werden wir gemeinsam ein besseres Konzept auf den Weg bringen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist Moritz Oppelt für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, ich will jetzt auf die Redebeiträge von meinen Vorrednern gar nicht mehr zu sehr eingehen, weil ich gar nicht wüsste, wo ich da teilweise anfangen soll. Also bei Ihnen, Herr Lindt, ist ja wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich will es vielleicht noch mal ganz einfach erklären, worum es im Kern hier heute geht. Es geht hier heute im Kern darum, dass wenn wir auch in Zukunft denen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, wenn wir gegenüber denen weiterhin solidarisch sein wollen, dann ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir hier in Deutschland zwischen illegaler und legaler Migration unterscheiden. Zwischen denjenigen, die ein Bleiberecht haben in Deutschland, und denjenigen, die zurückgeführt werden müssen, weil sie nach einer umfassenden rechtsstaatlichen Überprüfung bestandskräftig ausreisepflichtig sind. Und wer sich an dieser Ausreisepflicht nicht nachkommt und sich damit weigert, sich an die Regeln zu halten, die wir hier in diesem Parlament gemeinsam demokratisch beschlossen haben, da muss der Rechtsstaat das Recht auch durchsetzen. Und genau dabei hilft dieser Gesetzentwurf. Es geht hier nicht darum, wen wir abschieben, sondern es geht darum, wie wir abschieben. Und, liebe SPD, vor einigen Wochen hat Ihr Vorsitzender, der Kollege Lars Klingbeil, in einer Talkshow mit unserem Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz sich darüber beklagt, dass er von der Union immer nur hört, was nicht geht. Und war dann ganz überrascht, als sich herausstellte, dass wir als Opposition schon bereits etlichen Gesetzesvorhaben und Anträgen der Ampel zugestimmt haben, die mitgetragen haben. Umgekehrt die SPD aber noch keinem einzigen Antrag der CDU-CSU zugestimmt haben. Und heute haben Sie die Gelegenheit, einem ganz konkreten, einfach gesetzlichen Vorschlag zuzustimmen, den Ihr Bundeskanzler gemacht hat und wir ihn eingebracht haben, weil es ein sinnvoller, ein guter Vorschlag ist. Und seit Wochen ringen wir hier in diesem Hohen Haus um eine dringend notwendige Neuausrichtung der Migrationspolitik. Die Ergebnisse des Migrationsgipfels vom 10. Mai haben wir hier bereits in der letzten Sitzungswoche diskutiert. Und auch ich habe genau an diesem Ort meiner Enttäuschung zum Ausdruck verliehen über diese völlig unzureichenden Ergebnisse. Und
auch wenn ich der Meinung bin, dass wir eigentlich noch viele weitere Maßnahmen beschließen müssten, habe ich, wie auch viele andere oder wie alle anderen Mitglieder meiner Fraktion, dafür gestimmt, dass wir diesen Gesetzesentwurf exakt in dieser Fassung, ohne zusätzliche Schnörkel, in der Fassung, die Ihr Kanzler vorgeschlagen hat und der all Ihre Ministerpräsidenten, von den Grünen Winfried Kretschmann, von der SPD, alle Ministerpräsidenten, Stefan Weil, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Rehlinger, Tschentscher, Woidke, Bovenschulte, alle haben diesem Vorschlag zugestimmt. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Flüchtlingskrise auch Dinge gemeinsam auf den Weg bringen. Und dafür muss man auch Zugeständnisse machen. Und genau das machen wir in diesem Gesetzesentwurf, dass wir eben nur das einbringen, was Sie vorgeschlagen haben. Und Sie alle kennen die Umfragewerte, in denen die AfD inzwischen drittstärkste Kraft vor den Grünen ist. Das muss ein Weckruf für alle demokratischen Parteien hier sein. Deswegen will ich zum Ende dieser Debatte noch mal an alle Abgeordneten der Ampel appellieren. Verweisen Sie diesen Gesetzentwurf nicht in irgendeinen Ausschuss, lehnen Sie ihn nicht ab. Lassen Sie uns dieses Gesetz heute gemeinsam auf den Weg bringen. Stellen wir unter Beweis, dass wir ein handlungsfähiges, ein kompromissfähiges Parlament sind. Und ich bitte Sie daher, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Herzlichen Dank. Das letzte Wort in dieser Debatte hat Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was Sie hier heute von der Union vorgelegt haben, ist ein sehr durchschaubares Manöver. Und Sie wissen das, Sie haben das über die gesamte Debatte über gemerkt, weil Sie auch nicht einen einzigen inhaltlichen Punkt setzen konnten. Sie verstehen Oppositionsarbeit offenbar als Kopie einer 1:1-Position der Regierungsposition. Aber das, meine Damen und Herren, ist in Wirklichkeit noch nicht mal Oppositionsarbeit, es ist hilflose Aktionskunst. Deswegen sage ich Ihnen, natürlich werden wir die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenkonferenz umfassend in einem rechtsförmlichen, rechtsstaatlichen Verfahren hier im Parlament auch umsetzen nach Ausschussberatung. Wenn Sie allerdings jetzt noch ein einziges Mal uns Fristverkürzung vorwerfen, noch ein einziges Mal die Verzicht auf Ausschussberatung, dann werden wir Ihnen den heutigen Tag vorhalten. Dann dürfen Sie dieses Recht nicht noch ein einziges Mal in Anspruch nehmen. Das haben Sie verwirkt, meine Damen und Herren. Und Sie nehmen aus dem 16-seitigen Beschluss einen einzigen Satz heraus. Wir werden uns diesen Tag merken, und wir werden Ihnen das vorhalten, und Sie werden damit leben müssen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich an Ihrer Stelle, jetzt hören Sie zu, Sie könnten hier zur Sache, hören Sie ein bisschen zu, dann können Sie noch was mitnehmen aus dieser Debatte, die Sie ja angezettelt haben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Union hantiert in diesem Antrag mit unhaltbaren Zahlen. Und deswegen möchte ich in diesem Antrag eine Zahl bestätigen. Es stimmt, es waren Ende 2022 304.308 Menschen ausreisepflichtig. Hiervon waren allerdings 248.145 Menschen mit einer Duldung in Deutschland. Mit Ende der Amtszeit von Angela Merkel im Dezember 2021 waren es im Übrigen auch schon 292.672 Ausreisepflichtige, davon 242.000 Menschen in einer Dauerduldung. Meine Damen und Herren, für das Problem trägt Angela Merkel und Horst Seehofer die Verantwortung. Und diese Fraktionen, die jetzt die Ampel bilden, werden einen grundlegenden Wechsel in der Asyl- und Migrationspolitik machen, indem wir für Langgeduldete ein Chancenaufenthaltsrecht schaffen, indem wir erstmalig Migrationsabkommen schließen, was Angela Merkel und Horst Seehofer nicht hinbekommen haben. Und die hilflose Migrationspolitik der Union hat teilweise ausschließlich Applaus von der AfD bekommen. Schämen Sie sich! Schämen Sie sich! Sie spielen die Menschen in diesem Land gegeneinander aus, ohne ein einziges Mal konstruktiv in dieser Debatte zu sein. Es ist ein letztes Mittel auch ein Ausreisegewahrsam und keine Abschiebehaft, die ist nämlich nicht Thema Ihres GEs, hier anzuordnen. Sie wissen noch nicht einmal, was Sie selbst aus diesem Antrag der Ministerpräsidentenkonferenz kopiert haben. Das ist peinlich. Und jetzt können Sie uns ja einmal wieder vorhalten, SPD, bitte erinnert nicht immer an die Zeit von Angela Merkel. Ich weiß, dass das in Ihren Reihen viele denken. Aber reden Sie doch mal über die aktuell Verantwortung tragen. Dann sage ich Ihnen, da fallen mir ein
Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin der EU und den Mehrheitsführer Weber im Europäischen Parlament. Auf der europäischen Ebene, liebe Christdemokratinnen und Christdemokraten, haben Sie nämlich auch nichts hinbekommen. Und deswegen wird die Bundesregierung jetzt endlich mit Migrationsabkommen, mit der Neustart im Asyl- und Migrationssystem, mit einem GAS es auch schaffen, endlich wieder zu einer geschlossenen europäischen Position zu kommen. Und Sie haben in der Vergangenheit es eben nicht hinbekommen. Und was Sie betreiben mit Ihrem Antrag, ist tatsächlich noch nicht einmal Cherrypicking. Wer glaubt, nachdem Europa, so wie in den vergangenen Jahrzehnten, nicht noch einmal zuvor, 2014, 2015, 2021, 2022, mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine in Kombination mit 240.000 Menschen, die aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan kommen, glaubt, die gesamte Debatte der Migrationspolitik auf einen einzigen Satz aus einem 16-seitigen Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenkonferenz zu reduzieren, der verkennt die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern. Der kommt noch nicht einmal der Rolle der Opposition nach. Und das ist bedenklich. Und da wir auch andere Dinge haben, was die gemeinsame Verantwortungspolitik der Länder und dem Bund den Kommunen gegenüber angeht, und wir in der vergangenen Woche hier eins festgestellt haben: Es wäre unheimlich hilfreich, wenn die Union endlich ihr Herz für die Kommunen entdecken würde und dafür sorgen würde, nachdem es die Kollegin Wittmann angesprochen hat, dass zumindest die CDU-geführten Länder es dem Beispiel Bayern, das von Ihnen angebracht worden ist, nachkommt und endlich die Mittel, die der Bund den Kommunen zur Verfügung stellt, eins zu eins durchreicht. Und es wäre fantastisch, wenn da die Länder, die unter ihrer Führung stehen, auch ihrem Vollzug des Aufenthaltsrechts nachkommen. Denn der Bund unterstützt hier. Wer ist es denn nicht, wer die Plätze schafft in den Ländern? Das ist doch die CDU- oder CSU-geführte Landespolitik. Schämen Sie sich, das ist Ihre Verantwortung. Und deswegen abschließend. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dass wir konstruktiv gemeinsam an einem Neustart in der Asylpolitik, den Sie in Ihrer Regierungszeit nicht geschafft haben, arbeiten. Als konstruktive Opposition, als demokratische Opposition, als Parlamentarier, der für die Ampelkoalition hier sprechen darf, abschließend in der Debatte. Sie haben uns 70 Minuten Zeit gekostet, um über einen Satz zu streiten. Sie treiben die Demokratinnen und Demokraten auseinander. Herr Kollege Oppelt, ist Ihnen nicht in Ihrer Rede aufgefallen, dass es Passagen Ihrer Rede gab, wo ausschließlich der rechte Rand in diesem Plenum geklatscht hat? Und das sollte Ihnen in der Union zu denken. Ich schließe die Aussprache. Die Fraktion der CDU-CSU hat beantragt, gemäß § 80 Absatz 2 der Geschäftsordnung in Bezug auf den von ihr eingebrachten Gesetzentwurf zur Verlängerung des Ausreisegewahrsams auf Drucksache 19/04 in die zweite Beratung einzutreten. Das ist ein Geschäftsordnungsantrag, und wir kommen zur Abstimmung über diesen Geschäftsordnungsantrag der Fraktion der CDU-CSU. Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 unserer Geschäftsordnung ist zur Annahme dieses Geschäftsordnungsantrags eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Deswegen frage ich jetzt, wer stimmt für diesen Geschäftsordnungsantrag der CDU-CSU? Das ist die CDU-CSU und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Wer enthält sich? Niemand. Der Geschäftsordnungsantrag hat damit die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/04. Und zwar federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss, den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Tagesordnung soll um die Beratung einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, Drucksache 19/39, zu einem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erweitert und diese jetzt gleich als Zusatzpunkt 6 aufgerufen werden. Können Sie bitte zuhören?
Dieses Verfahren entspricht der langjährigen Praxis des Deutschen Bundestages. Ich gehe davon aus, dass wir auch heute so verfahren. Damit ist der Punkt aufgesetzt. Ich rufe auf den soeben aufgesetzten Zusatzpunkt 6. Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksache 19/3939 zu dem Antrag auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse. Der Ausschuss empfiehlt, die Genehmigung zu erteilen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind alle Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Sehe ich auch nicht. Doch, eine Enthaltung. Entschuldigung. Eine Enthaltung. Die Beschlussempfehlung ist somit angenommen. Dann fahren